Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deiner Legung für den August 2024. Ein herzliches Willkommen auch an alle neuen Zuschauer und die Crosswatcher hier auf meinem Kanal. Ich mische nun die Karten, hole eine Überschriftenkarte für den Monat und lege dann den Monat in zwei Hälften aus. Für jede Monatshälfte ziehe ich dann noch zwei Karten für die Liebe. Dies ist eine ganz allgemeine Legung und es sind allgemeine Tendenzen. Höre bitte auf dein Gefühl, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehst und bedenke bitte immer, Zeit ist fließend. Du kannst dich bereits in einer Situation befinden oder sie kann sich auch erst noch zeigen. Deshalb schau dir gerne die Legung zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an. Du kannst dir auch gerne die Legungen für deinen Aszendenten, dein Mond und dein Venuszeichen anschauen. In allgemeinen Legungen deute ich die Hof- und Personenkarten neutral, ebenso können natürlich die Rollen vertauscht sein. Alle meine Legungen sind zeitlos, egal wann du sie findest. Die Kartendecks, mit denen ich lege, findest du in der Infobox unter diesem Video, ebenso die Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, wenn du eine persönliche Legung wünschst. Wenn dir meine Legungen gefallen, gib mir bitte ein Like, schreib mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal. Damit hilfst du mir sehr und es kostet dich nichts. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit der Legung. Liebe Jungfrau, das sind deine Karten für den August. Schauen wir mal rein, worum es geht für dich, liebe Jungfrau, im August. Und ich starte mit der Überschrift und da habe ich den Nachtmond, die Schattenarbeit. Ja, liebe Jungfrau, hier geht es darum, hier noch ein bisschen an deinen Schatten zu arbeiten, vielleicht auch an deinen Ängsten. Also hier ein bisschen Schattenarbeit für dich, liebe Jungfrau. Wir schauen mal gleich rein in die erste Monatshälfte, worum es da geht mit der Schattenarbeit. Was darfst du dir hier noch anschauen? Ja, worum es hier geht. Schauen wir mal rein, liebe Jungfrau, was sich da zeigt. In der ersten Monatshälfte. Oh, eine glückliche Fügung. Also sehr schöne Karte für dich, liebe Jungfrau. Hier vielleicht auch, ja, wenn du deine Schatten hier löst. Ich muss mal gucken, dass ich die Karte wieder bekomme. Deine Ängste hier löst. Also hier nochmal so ein bisschen in dich hineingehst, dich ein bisschen mit deinen Schatten beschäftigst, sozusagen. Dann haben wir hier eine glückliche Fügung, also eine sehr schöne Energie. Glückliche Fügungen kehren hier ein. Und ich habe hier die 18 auf der Karte. Die 1 und die 8 ist die 9. Die 9 ist im Tarot der Eremit. Ja, und das ist deine Energie, liebe Jungfrau. Also sehr schöne Karte, glückliche Fügung. Na, also wir schauen mal, was das Tarot dazu hier noch spricht. Ich habe hier die 9 der Münzen, den Ritter der Stäbe und den Turm. 9 der Münzen. Ja, wie du siehst, der Bär liegt hier so schön, ja, in den Münzen. Also das ist so dein Glück, deine Zufriedenheit. Das ist das materielle Glück, das stabile Glück. Also das spricht, die Karte spricht davon, dass du dich gut selbst versorgen kannst. Ne? Also es ist so für dich alles da, was du brauchst, liebe Jungfrau. Ne? Also das nehme ich hier stark wahr. Die 9 der Münzen ist auch die Single-Karte, aber ich nehme es mal so wahr, dass es hier darum geht, dass du gut für dich selbst sorgen kannst. Also du hast dein Auskommen, ein gutes Auskommen. Also du bist unabhängig, das nehme ich hier stark wahr. Na? Und ich habe hier einen Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe, Hofkarte aus dem Feuerzeichen, kann sein. Widder, Löwe, Schütze, also eine andere Energie. Du könntest es hier mit einer anderen Person zu tun haben. Und der Ritter der Stäbe, der ist sehr feurig, sehr leidenschaftlich. Mit dem Ritter der Stäbe kann etwas schnell vorangehen. Der Ritter der Stäbe ist sehr spontan. Na, also schauen wir mal, hier könnte sich auch ganz schnell etwas für dich zeigen. Na, also vielleicht geht es hier darum, liebe Jungfrau, dass du hier gut alleine zurechtkommst. Du bist auch alleine glücklich und zufrieden, unabhängig, frei und unabhängig. Und du könntest es hier mit einer sehr feurigen, leidenschaftlichen, spontanen Person zu tun haben, mit dem Ritter der Stäbe. Eine glückliche Fügung. Also hier könnte jetzt jemand in dein Leben kommen, hier mit dieser glücklichen Fügung. Also eine sehr schöne Energie.
liebe Jungfrau, für dich. Ich muss mal gucken, dass ich das hier alles ein bisschen gut hingelegt kriege. Ja, ich habe hier noch den Turm. Ja, und der Turm steht für ein plötzliches, überraschendes Ereignis, für einen Umbruch. Vielleicht, ich nehme es hier sogar auch für etwas, was du nicht kommen siehst. Na, also hier geht es darum, auf der einen Seite hier noch ein bisschen in dich zu gehen, Schattenarbeit zu leisten. Hier sehe ich dich, liebe Jungfrau, in den 9 der Münzen als selbstständig, unabhängig. Du hast alles, was du brauchst. Du hast ein gutes Einkommen, ein gutes Auskommen, vielleicht ja auch einen guten Job. Du bist also so rundherum zufrieden. Und jetzt könnte sich hier eine Person zeigen. Jemand, dem du hier sehr plötzlich, ganz unerwartet mit dem Turm begegnen könntest. Mit dem Turm haben wir hier auch Skorpion oder auch Widderenergie. Na, also schau bitte jeweils auf deine Situation. Also hier kann es um jemanden gehen, der sehr feurig, sehr leidenschaftlich ist, der ganz plötzlich so in deinem Leben steht. Das kriege ich hier rein mit dem Ritter der Stäbe. Also ganz unverhofft. Und ja, das bringt dann hier natürlich eine Veränderung, vielleicht einen Umbruch in dein Leben. Mit dem Turm kann es auch darum gehen, um diesen Turmmoment. Ja, das ist der Moment, wo dir plötzlich etwas klar wird. Auch das kann es sein mit dem Ritter der Stäbe, wenn es jetzt keine Person ist, sondern die Energie des Plötzlichen, des Unerwarteten. Vielleicht fällt hier plötzlich eine Mauer, vielleicht wird dir plötzlich etwas klar. Vielleicht kommt ganz plötzlich, ganz spontan hier ein Umbruch in dein Leben. Ne? Obwohl es dir hier, obwohl du hier auch alleine sehr glücklich und zufrieden bist, das nehme ich ja schon so wahr. Ne? Also, wie gesagt, du kannst gut für dich selbst sorgen, du bist frei und unabhängig, hast dein Ein-, dein Auskommen. Also eine interessante Energie, liebe Jungfrau. Wir schauen mal weiter, was sich hier zeigt. Ja, und da habe ich jetzt die Karte, sei zärtlich. Ja, und hier geht es um Zärtlichkeit. Ja, es geht darum, auch zu dir selbst zärtlich zu sein. Was ich hier so wahrnehme, vielleicht vermisst du auch ein bisschen die Zärtlichkeit. Das kriege ich ja auch so rein mit dieser Karte. Ich habe hier eine glückliche Fügung. Ich habe hier sei zärtlich. Ja, und ich nehme es ja stark wahr, dass du das hier so ein bisschen vermissen könntest. Das kriege ich hier so rein. Sei aber auch ein bisschen zärtlich zu dir, Zärtlichkeit, Sanftheit, also geh ein bisschen sanft hier mit dir oder vielleicht hier auch mit einer anderen Person um. Ich nehme sie ja stark wahr, liebe Jungfrau, dass hier ein plötzlicher Umbruch kommt. Entweder mit einer Person, durch eine Person. Ich nehme das schon als andere Energie wahr, aber schau bitte jeweils auf deine Situation. Wir schauen mal in die Lenormand-Karten. Ich bin mal gespannt, was sich hier zeigt. Ja, und hier habe ich das Kind, da habe ich den Berg und da habe ich den Wunschbrunnen. Also der Wunschbrunnen fällt wirklich oft in den Sternzeichenlegungen dieses Mal. Das Kind steht für einen Neubeginn, für Neuigkeiten, für Informationen. Das nehme ich hier stark wahr. Es könnte für dich einen Neubeginn bedeuten. Und hier habe ich den Berg, die Blockaden, Schwierigkeiten, Hindernisse und da habe ich den Wunschbrunnen und der Wunschbrunnen ist etwas, was wirklich tiefer geht, ne? Also in die Tiefe. Hier geht vielleicht auch etwas in die Tiefe oder hier darfst du noch mal etwas tiefer blicken. Wir haben hier ja die Schattenarbeit, um vielleicht hier in deinem tiefsten inneren Blockaden aufzulösen. Also sei nicht so streng zu dir, liebe Jungfrau, sei ein bisschen zärtlich zu dir. Hier könnten sich Neuigkeiten auch ankündigen, hier Neuigkeiten, die vielleicht auch ja, ganz tief in deine Seele gehen. Auch das wäre möglich, liebe Jungfrau. Ich nehme es aber hier stark wahr, dass in deinem tiefsten Inneren hier eine Blockade sitzt. Vielleicht auch ein bisschen die Angst vor einem Neubeginn. Auch das nehme ich hier so wahr, liebe Jungfrau. Wir haben hier ja die Schattenarbeit. Also du darfst dir hier deinen Schatten nochmal anschauen. Und ja, sei ein bisschen zärtlich zu dir. Das nehme ich hier so wahr. Geh ein bisschen sanft mit dir um. Also sei nicht so streng zu dir. Mit diesen beiden Karten, wie ich schon sagte, nehme ich es fast wahr, dass es hier ganz plötzlich jetzt zu einem Umbruch in deinem Leben kommt, kommen könnte. Wir haben hier eine glückliche Fügung, also einen glücklichen Zufall, eine glückliche Fügung, etwas geht schnell voran, vielleicht hier auch mit einer anderen Person. Na, wir haben hier den schlafenden Bären und hier ja
in den feurigen Bären, ja, und vielleicht lockt dich dieser feurige Bär, sage ich mal so, als Beispiel hier ein bisschen aus deinem Schlaf. Und dann kommt hier ein Umbruch in dein Leben. Also du könntest hier zum Beispiel durch eine andere Person ein bisschen hier aus deinem Nest, aus deiner Komfortzone gerissen werden. Auch das nehme ich hier so wahr, liebe Jungfrau. Schau mal ein bisschen tiefer. Ne? Also hier geht es darum, etwas tiefer zu blicken. Du könntest in deinem tiefsten Innersten Wünsche haben, die du vielleicht dir auch nicht eingestehst oder du blockierst dich hier auch vielleicht so ein bisschen selbst. Ne? Also hier könnte es um einen Neustart gehen, um einen Neubeginn oder eben auch den ersten Schritt zu tun, hier zum Beispiel mit der Schattenarbeit, um innere tiefsitzende Blockaden zu lösen. Wir schauen mal weiter. Die tiefere Sicht, ja, die Antwort findest du in dir. Also das passt ja hier wirklich tiefer blicken. Blick mal etwas tiefer in dich hinein. Wo sitzt die Blockade? Wo ist dein Schatten? Und du findest die Antwort in dir. Sei zärtlich zu dir. Also sei nicht so streng zu dir, liebe Jungfrau. Das nehme ich hier stark wahr mit der Karte. Sei zärtlich. Wir schauen auf die Liebe in der ersten Monatshälfte. Und da habe ich die wahre Liebe. Dies ist die Liebe deines Lebens. Also sehr schön. Die wahre Liebe könnte in deinem Leben sein, kann jetzt in dein Leben kommen. Ein plötzlicher Umbruch. Da gibt es Veränderungen. Ne? Also das nehme ich hier stark wahr. Und hier Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Also sehr schöne Karten für die Liebe, für dich, liebe Jungfrau. Die wahre Liebe und den Erfolg. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Also sehr schöne Energien. Eine sehr weiche Energie kriege ich hier rein, liebe Jungfrau. Also sei, ja, wie gesagt, sei zärtlich zu dir. Und vielleicht holt dich hier so ein bisschen jemand aus deinem Nest heraus und bringt so eine Veränderung, vielleicht hier auch einen Umbruch in dein Leben. Hier kann etwas wegfallen, ne? Also es kann auch möglich sein, wenn diese Person in dein Leben tritt, dann fällt etwas weg. Wir haben hier die 9 der Münzen. Wie gesagt, das ist auch die Single-Karte. Dann fällt vielleicht hier auch dein Single-Leben. Auch das wäre eine Möglichkeit, wenn du hier der wahren Liebe begegnest. Ne? Also du findest die Antwort in dir. Es geht darum, hier etwas tiefer zu blicken, deine Schatten zu erkennen, deine Blockaden zu lösen, vielleicht auch deine Ängste vor etwas Neuem oder vor einem Neubeginn. Wir schauen mal auf die zweite Monatshälfte, was sich da zeigen möchte, liebe Jungfrau. Sehr spannend, sehr spannend. Was zeigt sich da? Ja, Ordnung schaffen. Also hier geht es darum, jetzt Ordnung in dein Leben zu bringen mit diesem Hirsch, der den Besen hier so schön im Maul hat. Also Ordnung zu schaffen. Schaffe Ordnung. Entstaube mal so ein bisschen dein Leben. Das fällt mir ja so ein, wenn ich auf dieses Bild hier schaue. Und ich habe hier die 21 auf der Karte. 2 und 1 ist 3. Die 3 ist im Tarot die Herrscherin. Ja, und bei der Herrscherin haben wir die weibliche Energie. Na, und die Herrscherin, die steht für Fülle, Glück. Die Herrscherin steht so ein bisschen über den Dingen. Die Herrscherin hat schon einiges in ihrem Leben erlebt. Na, und sie weiß, wie sie sich gut nährt, wie sie sich gut um sich selbst kümmert. Ne? Also auch vielleicht hier deine weibliche Seite mit der Herrscherin hier mal hervorzukehren. Ne? Also auch das kriege ich hier so rein, liebe Jungfrau. Schau aber bitte jeweils auf deine Situation. Ja, die Herrscherin, wie gesagt, steht für Fülle, Glück. Ja, dafür, dass du dich gut nährst, dass du dich gut um dich selbst kümmerst. Also die Herrscherin steht auch so ein bisschen über den Dingen, ne? Und wir schauen mal, was das Tarot hier sagt. Und da habe ich die Welt, da habe ich das Ass der Münzen und die 10 der Stäbe. Die Welt, ja. Ein Kreislauf geht zu Ende, ein neuer Kreislauf beginnt und das passt hier sehr gut mit dem Turm. Etwas fällt, ne? Etwas fällt weg, damit ein neuer Kreislauf, eine neue Lebensphase beginnt. Also eine Mauer fällt,
die Masken fallen, etwas bricht zusammen, ein Umbruch kommt, damit eine neue Lebensphase beginnt. Als Beispiel, damit du es dir besser vorstellen kannst, ich nehme jetzt als Beispiel den beruflichen Bereich. Wir haben hier ja auch Münzkarten. Also im beruflichen Bereich zum Beispiel, wenn du dich für eine neue Stelle bewirbst, wenn du gerne eine neue Arbeit antreten möchtest, dann darf natürlich die Arbeit, in der du dich jetzt befindest, wegfallen, damit etwas Neues beginnt. Und so ist es gemeint mit dem Turm. Etwas fällt weg in deinem Leben. Das kann vielleicht deine Wohnung sein, das kann dein Arbeitsplatz sein, 9 der Münzen, vielleicht hier auch dein Single-Leben sein, etwas fällt weg und es geht hier in eine neue Lebensphase. Und ich habe hier das Ass der Münzen und das ist eine sehr schöne Karte, liebe Jungfrau. Das Ass der Münzen, die Karte bedeutet, hier wird dir eine Chance gereicht. Also hier wird dir etwas sozusagen auf dem Silbertablett serviert, von der geistigen Welt hier die glückliche Fügung, du brauchst nur zuzugreifen und das ist etwas, was wirklich auch dauerhaft Bestand in deinem Leben hat. Also wenn du diese Chance ergreifst auf dem Ass der Münzen, Asse sind Chancen, da kannst du dauerhaft für dein Leben etwas aufbauen. Also sehr spannende Energie, also ich nehme es hier stark wahr, dass es darum geht, hier so ein bisschen dein Leben zu ordnen, dein Leben so ein bisschen zu entstauben. Wir haben ja hier auch die Herrscherinnen-Energie, die weibliche Energie und hier bietet sich dir jetzt eine Chance und du brauchst nur zuzugreifen. Ja, und damit könnte hier ein neuer Zyklus für dich beginnen, in eine neue, der Eintritt in eine neue Lebensphase. Etwas, was sich dann auch dauerhaft in deinem Leben zeigt. Wir haben hier Münzkarten und ich habe hier Münzkarten. Also es kann hier auch für dich um etwas Finanzielles, Berufliches gehen. Vielleicht möchtest du hier beruflich, finanziell ein gutes Auskommen haben. Dann könnte hier jetzt auch ganz plötzlich der Umbruch kommen. Neue Lebensphase gestaltet sich, du bekommst vielleicht die Chance, auf die du hier vielleicht auch schon länger gewartet hast. Also hier geht es darum, sagen wir mal so, Ordnung zu schaffen, dein Leben mal ein bisschen auszumisten, sozusagen. Ich habe hier die 10 der Stäbe. Ja, und die 10 der Stäbe, die stehen für Belastungen, vielleicht hier auch Überforderungen. Und da nehme ich es stark wahr, dann passt es hier nämlich sehr schön zusammen hier. Dein Leben neu zu ordnen, um die Belastungen, das, was dich hier vielleicht überfordert, vielleicht viel Stress in deinem Leben, das auszusortieren, dein Leben neu zu ordnen, damit du diesen Ballast mit den 10 der Stäben hier loswerden kannst, sozusagen. Also damit es leichter wird für dich. Also vielleicht schleppst du hier noch vieles mit dir herum und es ist jetzt Zeit, hier wirklich dein Leben auszusortieren, eine Chance zu ergreifen, die dir jetzt geboten wird, um dann in eine neue Lebensphase einzutreten. Etwas darf abgeschlossen werden, dieser belastende Kreislauf, das darf jetzt abgeschlossen werden. Dir bietet sich hier eine ganz wunderbare Chance, liebe Jungfrau. Sehr spannend. Wir schauen mal weiter. Ja, es unterstreicht das Ganze. Nutze die Gelegenheit. Also greif hier zu. Nutze die Gelegenheit. Hier könnte jemand kommen, der dir wirklich hier die Münze bringt, der dir die Chance, die Gelegenheit bringt. Oder plötzlich öffnet sich eine Türe. Das Ass der Münzen öffnet auch Türen. Oder jemand öffnet dir eine Tür. Dann nutze die Gelegenheit, greif dazu. Schau mal dir die Karte an mit der Sonne drauf. Also auch hier. Also ich finde, passt sehr gut zusammen. Also ergreif die Gelegenheit, nutze diese Chance, liebe Jungfrau, um aus einem sehr belastenden Kreislauf hier auszutreten. Dass du diese Last, die ich hier so ein bisschen spüre, loswerden kannst. Also interessant. Das ist deine Chance. Das ist deine Chance, hier einen sehr belastenden Kreislauf zu beenden. Wir haben hier 10 der Stäbe. Also es geht zu Ende mit den 10 der Stäben. Denn nach der 10 kommt das Ass. Dann kommen wir zum Ass der Stäbe.
Und dann entwickelt sich etwas, dann ist wieder Energie da, dann ist wieder Motivation da. Aber mit dieser Belastung bist du nicht motiviert. Ne? Also wirf diesen Ballast ab, nutze die Chance, nutze die Gelegenheit. Also das nehme ich hier stark wahr. Ordne dein Leben. Ne? Also feg hier mal durch. Entstaube mal ein bisschen, ne? Und löse dich von allem, was dich zu sehr belastet oder auch überfordert. Mit den 10 der Stäben kann es nämlich auch hier schon die Belastung so groß sein, dass es Richtung Burnout geht. Also schaff hier Ordnung. Schaff hier Ordnung, liebe Jungfrau. Nutze jetzt die Chance, die dir hier geboten wird. Entweder durch eine Person oder sie kann auch ganz plötzlich vor dir stehen. Das könnte ein Umbruch in deinem Leben bedeuten oder vielleicht der Moment, wo dir auch etwas klar wird. Hier, der Moment, vielleicht hast du einen Moment, wo du dermaßen überfordert oder überlastet bist, dass bei dir sozusagen der Groschen fällt. Ja, wir schauen mal weiter. Da habe ich die Liebe, da habe ich die Entscheidungen, also das Herz, die Entscheidungen und den Mond. Ja, und hier kann es um die Liebe gehen. Hier geht es um Herzenswünsche. Hier geht es darum, auf dein Herz zu hören. Hier, ne, die Liebe öffnet dir hier vielleicht auch neue Türen, Tür und Tor sozusagen. Ja, und vielleicht auch eine Herzensentscheidung. Also entscheide nach deinem Herzen. Ja, und mit dem Mond, da habe ich noch Ängste und Zweifel liegen. Ne? Der Mond ist immer so dieses, es ist noch was im Verborgenen, vielleicht hier auch ein Schatten. Wir haben hier die Schattenarbeit. Ne? Hier könnte noch ein Schatten sein, der auf deinem Herzen liegt. Vielleicht Ängste, Zweifel an der Liebe oder auch in Herzensangelegenheiten. Hier darf eine Entscheidung getroffen werden mit dieser Karte. Der 22 der Entscheidungen. Du stehst hier oben, liebe Jungfrau, und du darfst jetzt entscheiden, welche Türe sich für dich öffnen soll. Du hast die Wahl. Also entscheide hier nach deinem Herzen. Was ist dein tiefster, innigster Herzenswunsch, wenn wir das hier so zusammenbringen, ne? In deinem tiefsten, innersten Herzen, ne, darfst du eine Entscheidung treffen. Vielleicht ist da noch etwas im Verborgenen. Na, mit dem Mond. Hier kann es noch um Heimlichkeiten oder auch um Geheimnisse gehen, das Geheimnisvolle mit dem Mond. Na, vielleicht gibt es ja auch eine heimliche Liebe. Auch das wäre eine Möglichkeit. Dann ist es auch da nötig, eine Entscheidung zu treffen. Na, also entscheide dich hier. Schau mal, na, hier eine neue Lebensphase, eine neue Phase, vielleicht hier auch deine Herzenswünsche, deine Liebe zu leben, sozusagen, was immer du liebst. Und hier dich dafür zu entscheiden, diese Chance zu ergreifen, damit der Schatten fällt, was diese Belastungen fallen. Na, vielleicht hältst du das auch im Verborgenen, wie sehr dich hier etwas belastet? Auch das wäre möglich, denn mit dem Mond kann es ja auch um Heimlichkeiten und Geheimnisse gehen. Also man macht hier vielleicht auch etwas, ja, man hält etwas im Verborgenen, ne? Also welche Last du da vielleicht mit dir trägst, liebe Jungfrau. Und dann geht es darum, hier jetzt Ordnung zu schaffen. Eine glückliche Fügung bekommst du hier, einen glücklichen Zufall. Ne? Wir schauen mal auf die Engelkarte. Ich habe hier die lichtvolle Heilung. Heute geht etwas für dich in die Heilung. Ja, also eine sehr, sehr schöne Energie. Etwas darf hier noch in die Heilung kommen. Hier, Blockaden, Schattenarbeit. Etwas darf in die Heilung kommen. Etwas, was dich hier vielleicht sehr belastet, sehr fordert oder eben auch überfordert, liebe Jungfrau. Etwas, was vielleicht hier wirklich in deinem tiefsten Inneren noch verborgen ist. Wir haben hier den Wunschbrunnen und hier den Mond. Also hier ist es wirklich, geht es darum, hier wirklich nochmal dein tiefstes Inneres, deinen inneren Schatten hier zu besiegen, sozusagen die Blockade aufzulösen. Die Chance zu ergreifen, eine Entscheidung zu treffen, die Chance zu ergreifen, die dir hier angeboten wird. Entscheide dich. Ne, ergreifst du diese Chance oder lässt du sie vorüberziehen? Es ist deine Entscheidung, liebe Jungfrau. Eine neue Lebensphase, der Eintritt in eine neue Lebensphase ist natürlich mit einer Veränderung verbunden. Klar, wenn etwas Neues beginnt, dann fällt etwas anderes weg.
Wenn du dir eine neue Wohnung suchst, dann fällt die alte Wohnung weg, wie ich es vorhin schon als Beispiel gebracht habe. Etwas muss fallen, damit etwas Neues beginnt. Schauen wir mal auf die Liebe. Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Ja, hier kann es gut um Finanzen und Karriere gehen. Und das kann natürlich auch sein, was dich hier sehr belastet. Finanzielle Probleme, berufliche Schwierigkeiten. Vielleicht ist man sehr auf Karriere, ne? Finanzen, hier Münzen, da Münzen fokussiert. Finanzielle Probleme wirken sich natürlich dann, wenn du dich ganz auf deinen beruflichen Erfolg konzentrierst oder ganz darauf konzentrierst, ja, Geld zu verdienen und dir hier vielleicht ja, Geld zu sparen. Dann kann es natürlich sein, dass hier dein Liebesleben zu kurz kommt. Also es wirkt sich auf dein Liebesleben aus. Vielleicht möchtest du unbedingt ein berufliches Ziel erreichen. Ich nehme es aber stark wahr, dass du hier wirklich sehr gestresst und sehr gefordert bist, vielleicht hier auch im beruflichen Bereich. Und dann gilt es hier auch, da diesen Kreislauf zu durchbrechen. Also, wie gesagt, dein Leben zu ordnen. Und hier habe ich Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Ja, also hier kann ein Wunder geschehen. Sehr schöne Energie, liebe Jungfrau. Finanzen und Karriere, finanzielle Schwierigkeiten könnten es sein, beruflich, könnte vielleicht hier auch Schwierigkeiten geben, aber trotzdem steht hier ein Wunder an in deiner Beziehung. Hier habe ich die wahre Liebe liegen, ne? Und ja, da darfst du hier vielleicht deine Entscheidung treffen, liebe Jungfrau. Hier eine Herzensentscheidung, ne? Vielleicht hier auch auf die Stimme deines Herzens zu hören. Aber wie gesagt, schau bitte jemals auf deine Situation. Es sind deine Entscheidungen. Na, also, ich gebe hier das weiter, was ich hier so wahrnehme. Die Entscheidung, die darfst du für dich selbst treffen. Ich nehme hier nur stark wahr, dass du eigentlich innerlich schon spürst, dass du hier sehr, ja, belastet bist. Vielleicht hier sogar auch überfordert bist. Sehr gestresst bist. Der innere Stress, der innere Druck. Auch das kann es natürlich sein, wo sich dann natürlich hier auf die Liebe auswirkt. Und dann kann es natürlich hier darum gehen, eine Entscheidung zu treffen für die Liebe, für dein, ja, für, oder ja, auf deine innere Stimme zu hören. Sehr spannend, liebe Jungfrau, sehr spannend und auch, ich nehme es hier schon so mal sehr herausfordernd, ne? Also Schattenarbeit. Glückliche Fügung, Stress, Belastungen, ja, etwas möchte fallen, damit etwas Neues beginnt. Ganz plötzlich vielleicht. Und vielleicht ist es auch das, was dich dir dann überfordert, ein bisschen. Wenn plötzlich etwas zusammenbricht. Na? Und ja, du bist hier gerade so in deiner Wohlfühlzone und plötzlich kommt ein Umbruch, plötzlich fällt etwas. Das könnte dich natürlich hier auch überfordern. Das ist ganz normal. Na? Aber hier gibt es eine Chance, die du ergreifen kannst, dein Leben neu zu ordnen und eine für dich passende Entscheidung zu treffen. Eventuell auch eine Herzensentscheidung. Auch für dich, liebe Jungfrau, möchte ich am Ende der Legung noch eine Karte aus dem Göttinnenorakel für dich mischen. Welche Göttin, liebe Jungfrau, möchte dich begleiten im August? Also, da bin ich jetzt gespannt, die hier fällt raus. Ach, eine wunderschöne Karte für dich, liebe Jungfrau, Sirona der Stern. Sehr schön. Ich lese dir vor die Botschaft der Göttin Sirona, der Stern. Also, das ist eine wunderschöne Karte. Sirona, der Stern. Die Botschaft der Göttin Sirona für dich, liebe Jungfrau, lautet: Ich wurde bewundert und konnte heilen. Heilung heißt Selbstliebe. Liebe ist die höchste Energie. Deine Heilung beeinflusst alle anderen im Kollektiv. Du bist einer von vielen Sternen, die gemeinsam eine Kuppel aus Licht formen. Du kannst dich mit anderen Sternen zusammentun und du kannst sogar zu den Sternen sprechen, auch wenn sie weit weg zu sein scheinen von unserem Planeten. Sie werden dir antworten. Du bist nie allein. Strahle aus dir, damit die anderen dich sehen können. Du bist ein Stern, ein Star.
Leuchte anderen den Weg. Denke größer und du erhältst Großes. Eine wunderschöne Abschlussbotschaft für dich, liebe Jungfrau, für die Legung für den August. Und ich wünsche dir einen wunderschönen August. Lass es dir gut gehen. Hab eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du mir einen Kommentar schreibst und wenn du meinen Kanal abonnierst. Damit hilfst du mir sehr und das Abo kostet dich nichts. Und ich freue mich natürlich, wenn du bei meinen nächsten Legungen wieder dabei bist und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tatjana. Tschüss.